So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet. Ja, lange ist her, aber ich habe mich mal wieder rangewagt. Und zwar bin ich hier an meinem Lieblingsspot für Barsche. Augenfleckenkammbarsch. Der ist in den Everglades. Wir schauen uns nachher nochmal kurz das Fangequipment an, aber zuvor gucken wir mal, ob wir hier den einen oder anderen Fisch fangen. Das hoffe ich doch mal sehr stark, dass uns das gelingen wird. So, ihr seht schon, geangelt wird hier mit Wobbler. Ich habe auch extra eine Rute gewählt, die jetzt nicht überdimensioniert ist. Das heißt, die ist jetzt eigentlich recht optimal. Der Fisch hat ordentlich, na gut, also wir haben ordentlich zu kämpfen. Der Fisch hat natürlich auch zu kämpfen. Aber das ist so alles ein bisschen im Gleichgewicht. Ist jetzt nicht übermäßig, dass der Fisch beißt und wir leiern den einfach an. Nein, wenn hier mal ein großer beißt, dann haben wir schon ordentlich zu tun, dass wir den überhaupt an Land bekommen. So, das ist natürlich jetzt der optimale Vorführeffekt. Jetzt angle ich schon hier eine Weile, hol einen Fisch nach dem anderen raus, starte die Aufnahme und was passiert? Es beißt nichts mehr. Ich muss auch mal sehen. Ist ja schon wirklich ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal hier am Teich war und es gab auch schon mehrere Updates. Es ist ja inzwischen auch das Bootangeln rausgekommen, habe ich mir jetzt nicht geholt, das Add-on. Vielleicht hole ich es mir noch, muss ich mal sehen, ob das Spaß macht. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob sich das überhaupt lohnt, ob das jetzt wirklich so viel Spaß macht oder ob das, sagen wir mal, naja. Kann man haben, muss man nicht haben. So, Augenfleckenkammbarsch 1,7 Kilo. Behalten wir. Ja, so wirklich gut sieht es auf dem Konto bei mir nicht mehr aus. Hatte ich jetzt vorne am salzigen Delta versucht, ein paar Trommler zu fangen. Aber meine Daten, die ich da habe, die haben irgendwie nicht mehr funktioniert. Also der Trommler wollte da nicht beißen. Oh, jetzt haben wir ein bisschen was Größeres. Ja, lass mal einfach mal ziehen. Bisschen auf Spannung halten, bis er rankommt und dann kurbeln wir wieder ein. Ich sag mal, ein bisschen anders wie im realen Leben ist das hier schon, das Angeln. Weil irgendwann werden die Fische ja müde. Das heißt, wenn wir den Drill optimal eingestellt haben und wir halten das einfach nur auf Spannung. Irgendwann kann der nicht mehr und er lässt sich einfach ranziehen. Aber hier hatte ich das schon mal, dass ich wirklich eine Stunde lang mit einem Trommler oder einem Tarpon gekämpft habe. Ich weiß es nicht. Ich habe den einfach nicht landen können und der wurde auch nicht müde. Sag mal, der wird jetzt auch nicht überragend groß sein. Wie gesagt, oh, was ist denn das? Ist das ein Barsch? Nee, ist nicht mal ein Barsch. Florida Knochenhecht. Neuer persönlicher Rekord. Okay. So, den haben wir dort gefangen. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen hier weiter angeln. Ja, auch immer mal so einen Angelstopp, also einen Kurbelstopp einlegen. Das kann manchmal wirklich so Wunder bewirken, dass da nochmal so ein Barsch drauf geht, direkt nach dem Ankurbeln.
Habe ich jetzt schon sehr oft gehabt. Meistens sieht man dann sogar noch so eine Welle hinterher schwimmen. Bloß der Fisch geht nicht ran, dann stoppt man kurz und wenn man dann weiterkurbelt, hängt er dran. Ja, ich gebe immer mal noch einen Anschlag. Muss man gar nicht beim Wobbler. Aber weiß nicht, das. Ich habe das so drin. Also nicht wundern, wenn ich immer mal noch einen Anschlag gebe. So, der nächste Barsch. Ich muss auch sagen, ey, das Spiel hat wirklich was. Also die Grafik, die gefällt mir richtig gut. Ich habe auch schon andere Simulatoren versucht, aber ich sag mal, ein, zwei Stündchen, dann war irgendwie die Lust weg. Aber hier allein die Grafik, die gefällt mir immer wieder aufs Neue. Der Himmel, diese Spiegelung im Wasser oder das Schilf so. Ne, einfach top. Ja, ihr seht auch, ich angel nicht immer auf demselben Spot. Ich bin halt ein bisschen ungeduldig, experimentierfreudig sozusagen. Also ich muss überall mal hinwerfen, mal gucken, was da so beißt. Denn immer nur so monoton dasselbe, monoton. Nee, das ist nichts für mich. Ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. So, jetzt versuchen wir es mal langsam. Jetzt wird mal langsam eingekurbelt. Also ein Barsch, das ist eigentlich ein recht schneller Fisch. Da kann man auch eigentlich auf Stufe 2 einkurbeln, da geht er trotzdem drauf. Jetzt wird es so eine kleine Beißflaute. Aber das wird sich recht schnell wieder ändern. Da beißen gleich mal wieder so drei, vier hintereinander. Warum auch immer, das ist so. Gut, ach, jetzt wollte ich sagen, wenn jetzt nichts beißt, dann schauen wir uns mal kurz
die Ausrüstung an und den Angelspot. Aber da habt ihr gesehen, reingeworfen und der Biss kam. Also hier merkt ihr schon, hier beißt das wirklich recht gut. Und für diejenigen, die jetzt Premium-Account haben, das lohnt sich hier wirklich. Also hier kann man richtig gut Geld farmen. So, und da kommen wir raus. Ist aber ein Barsch, okay. 1,7 Kilo. Und da hat er so gekämpft. Alle Achtung. So, jetzt schauen wir aber mal. Okay, also. Florida Everglades, da sind wir. Angelspot ist hier. Tunnelle in Unendlichkeit. Und dann schauen wir mal kurz auf meine Angelausrüstung. Den Wobbler habt ihr ja schon gesehen. 1 Meter Tiefe. Hakengröße. Ja, weiß ich jetzt gar nicht genau. Schauen wir uns gleich an. So, dann hatte ich mir ja die Sportausrüstung geholt. Damit die Aurora 250 und die Prima 2500 als Rolle. Könnt ihr schauen, hat ein Schnurgewicht bis 4,5 Kilo und einen Widerstand bis 4 Kilo. Die Schnur ist ein bisschen angepasst, also die ist dann auch so in dem Dreh, können wir mal genau schauen. 28er Fluro haben wir hier, 4,5 Kilo. Und so ein Barsch, ja, der hat so. Ja, bei 2 Kilo rum. Also das passt. So, genau. Wobbler. 1 Meter Tiefe. 3 Nuller Haken. Ja gut, könnte besser laufen. Jetzt werfen wir mal dorthin, wo ich eigentlich immer recht gut fange. Und da werden wir jetzt mal nicht rumexperimentieren, da werden wir jetzt mal noch 3, 4, 5 Würfe genau dahin werfen. So, da haben wir einen. So, 1,7 Kilo. Die haben wohl alle die gleiche Größe. Ja, das ging doch mal flott. So muss das sein. Ich kann euch auch gleich nochmal zeigen, wo man die Forellenbarsche fängt. Hier fangen wir eigentlich. Sagen wir zu 99% nur die Augenfleckenkammbarsche.
Und hin und wieder mal ein bisschen beifangen, so ein Hecht oder. Was gab es denn hier noch? Ja, den Knochenhecht? Weiß gar nicht. Irgendwas gab es hier noch. 1,7 Kilo. So, einen Versuch machen wir noch. Nee, das macht wirklich Spaß hier. Also, hier beißt auch. Ihr seht, ab und zu hat man wirklich mal drei, vier Würfe, wo nichts beißt, aber dann knallt gleich wieder einer rein. Gibt ja wirklich auch Seen, da wartet man Minuten oder 10 Minuten, Viertelstunde, bevor da überhaupt mal ein Biss kommt. Weiß nicht, also ich verliere da so ein bisschen die Lust. Ich sag mal, das ist ein Spiel, das ist keine Realität hier. Sollte dann doch schon mal ein bisschen was beißen. Na los. Einer geht noch. So, jetzt haben wir erstmal einen Hänger. Das heißt, wir hängen ja irgendwo im Schilf drin. Da müssen wir einfach ganz rabiat weiterkurbeln und ein bisschen rucken. Also. So, behalten wir. Okay, also jetzt zeige ich euch mal noch fix, wo es die Forellenbarsche gibt. Genau, da müssen wir hier hin. Schwebendes Dickicht. Nee, müssen wir nicht hin. Moment. Dann müssen wir hier hin. Kanal der Seerosen. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal angeln war. So, okay, da seht ihr ja hier dieses gekenterte Boot oder was auch immer das sein soll, wo ich mit der Angelspitze hinzeige. Und hier hinten in diesem Zwickel, da müsst ihr angeln. Da könnt ihr auch super mit Fischchen angeln. Auch wir haben jetzt gerade den Wobbler dran und da ziehen wir hier mal ein bisschen durch. So, da seht ihr. Erste Biss, da haben wir einen Forellenbarsch dran. Haben wir schon gesehen, wie der hochgesprungen ist. Der ist nicht so golden, der ist so ein bisschen schwarz-silber. Na hallo. Okay. Kämpft wohl ein bisschen mehr. Also wenn man jetzt richtig hier so ein größeren dran haben, also der hat dann auch schon mal abgezogen bis rüber Richtung dem anderen Steg. Oh, der soll das hier mal schön lassen. Oh, jetzt macht er los. 89 Meter haben wir auf der Rolle drauf. 35 ist er draußen. Und ich sag mal, ich merke noch nichts, dass der müde wird. Na, na, na. Da müssen wir auch aufpassen, wenn das unten nachher so hellblau leuchtet. Da müssen wir ganz schnell kurbeln. Sonst ist die Schnurspannung weg und der Fisch, der hakt sich aus. Ah, haben wir wieder ein bisschen rangekriegt.
so richtig schön hier den mittleren Balken. Der muss richtig schön mit hochgehen. Das heißt, die Rute, die muss wirklich ordentlich einen Bogen schlagen, dass wir wirklich die maximale Zugkraft erreichen. Da seht ihr auch sehr schön, wie angepasst das ist. Also Schnur und Rute, diesen gelben Bereich. Die Rolle geht so leicht in Orange bis Rot. Das ist aber alles noch okay. Upsala, da war er fast weg. So, jetzt haben wir ihn. Komm, 2 Meter noch. Sehr schön. Forellenbarsch in Trophäengröße. 3,3 Kilo, $500 gebracht. Den behalten wir. Ja, und damit würde ich auch mal das Video wieder beenden. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben und ja, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ihr gern sehen möchtet. Ich versuche das dann umzusetzen und dann sehen wir uns sicherlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.